Gedachi-Shut sind eine uralte, mystische Gruppierung. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dachi-Shut entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben Hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Scheiße. Aber wir können doch nicht einfach so losgehen und ein gottverdammtes U-Boot klauen, oder? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madame, ich bin ein Ingenieur der Dachi-Shut. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blazkowicz, Sie helfen ihm dabei, ja? Ja, ja, ich bin ja hier das Zimmermädchen für alles. Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, danke. Oh, Herr Blazkowicz, ich bräuchte noch ein Schweißgerät. Bitte. Ich kümmere mich sofort drum, Sir. Seth. Ja. Ich frage mich, was Ihre Organisation eigentlich genau... Alter, krasses T-Shirt, Junge. Hast du aber gegönnt, ey. Okay, ein Schweißgerät. Könnt ihr nicht wenigstens sagen, wo es ungefähr ist? Ich meine... So ungefähr wäre ja schon sehr, sehr hilfreich. Würde ich jetzt mal behaupten. Einfach so, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Ich würde es einfach mal behaupten, dass es sehr, 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 sehr hilfreich wäre. Aber nein, 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 es will ja keiner seine Geheimnisse mit mir teilen. Mein Gott, wo soll ich jetzt ein Schweißgerät herbekommen? Wo zum Fick soll ich das jetzt herbekommen? Ey, das ist Unterwasser, verschwende es nicht. Digga, wo hast du die Kippe her? Digga, der Teppich ist neu, das ist der von Aladdin. Weißt du, wie viel der gekostet hat? Schweißgerät, 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 Schweißgerät. Was ist denn hier? Hangar, wetten, der bastelt an den Hubschraubern. Na, hast du recht. Ich bin Batman. Batman. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ach, da ist er. Nee, ist er nicht. Guten Tag. Ich höre es schweißen. Da. Da ist er. Seid ihr Verräter? Wollt ihr aufs Maul? Ich klatsche euch weg. Also ist der Tessa, den ich hier höre. Okay. Wo ist er denn? Ach, da! Hey, was geht ab, bra? Alles klar, Captain? Ich suche das Schweißgerät, haben Sie es gesehen? Oh ja, als ich das kaputte Geländer über dem geheimen Brunneneingang repariert habe, ist es mir ins Wasser gefallen. Ich hab's noch nicht wieder rausgeholt, vielleicht schaffen Sie es ja. Suchen Sie beim Brunneneingang, Captain. Es ist mir ins Wasser gefallen. Oh Gott. Brunneneingang. Kannst du mir bitte den Schraubenzieher? Brunneneingang, wo ist denn der Brunneneingang? Brunneneingang. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Das Einzige, was mir einfällt, ist die Kanalisation. Aber das ist doch kein Brunnen. Wo ist denn der Brunneneingang? Ich habe eine Karte, ne? Okay, da hinten ist der. Irgendwie muss ich jetzt hier... Wir schauen mal. Ist, denke ich mal, nicht so schwer.
Ich denke mal, ich muss oben lang. Bin falsch. Arbe, ich gucke mal. Ob wir jetzt ein anderes Level machen können. Ich schaue nur, wenn das gleiche Level nochmal in grün ist, dann machen wir es nicht nochmal. Vielleicht geht es ja jetzt weiter. Es ist genau das gleiche, nicht wahr? Jo, es ist genau das gleiche. Bitte. Dude, erschieß mich bitte. Dankeschön. Wir haben es ja schon geschafft. Wir wissen ja schon, wie das ist. Das haben wir ja schon gerockt. Würde ich jetzt mal so, würde ich es einfach mal nennen. Okay, hier muss ich bestimmt noch was später was machen. Aber erstmal. Oh. So, muss ich hier durch? Ne, hier war das Archiv. Kanalisation. Da muss ich lang. Helfen Sie. Entschuldige. Ich meine, ich will dich nicht aus deinen Träumen reißen, aber ich muss durch die Tür. Oh, bitte. Ich möchte lieber nicht daran denken, woran ich jetzt denke. So schlimm, hm? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, der muss eigentlich einen Sprung in der Schüssel haben. Aber warum habe ich keinen? Oder habe ich einen und hab's nicht mitbekommen? Wir verändern uns alle, wer wir auch sind oder wo wir herkommen. Fest steht, wir beide müssen den Gefahren trotzen. Müssen es bis auf die andere Seite schaffen. Und das Regime stürzen. Und das Regime stürzen. Wir werden gemeinsam einen trinken, wenn es soweit ist. Verlass dich drauf. Okay, ich habe eine Waffe in der Hand. Das heißt, diesen Gegner. Ach, guck mal, woher ich wusste, dass ich hier später nochmal hin muss. Modern Art. Ups. Geile Idee, geile Idee, geile Idee. Einfach mal reinspringen, geile Idee. Komm ich da hoch? Ja, ich kann zum... Als jemand an die Haustür geklopft hat, ich habe das Fenster geschaut und gesehen, wie ein paar schwarz gekleidete Männer mit den Nachbarn redeten. Die Frau weinte mit ihrem Neugeborenen auf dem Arm. Und dann bin ich wieder ins Bett. Aber ich konnte wegen des Lärms nebenan eine Weile nicht einschlafen. Am nächsten Morgen waren sie weg. Die ganze Familie. Einfach so. Was haben sie getan? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht was. Wir dürfen nicht auffallen. Nur eine verdorbene Frucht und der ganze Korb ist hinüber. Alter, was ist das für ein Denken? Na, komm hoch! Ist unten hier noch irgendwo was versteckt, was ich bräuchte vielleicht? Ich guck mal. Nein, hier ist nichts, okay. Nach oben. Und wo komme ich hoch? Da, komme ich hoch. Bumm. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und jetzt hier hoch. Okay, erstmal aufladen. Top. So. Was nun? Kann ich das auch abschießen von hier aus? Ne, das wäre auch zu viel des Guten, ne? Habe ich hier vielleicht irgendwas, was ich machen könnte? Ja, schön, kann ich aber hier von hier nicht erreichen. Oder vielleicht damit? Geht das? Cool. Cool, cool. Wie komme ich da jetzt rüber? Oh, okay, ich kann sehr weit springen. Ich dachte echt, ich kann nicht so weit springen, aber what the fuck? Würde es uns doch gesagt werden. Außerdem ist Hans doch in der südwestlichen Mandschurei stationiert und er meinte, dass die letzte Terroristenzelle vor über einem Jahr vollständig ausgelöscht wurde. Ach ja, weißt du schon? Es soll da richtig schön sein. Sie haben begonnen, eine neue, wunderschöne Stadt aus den Trümmern von Peking aufzubauen. Er hat gesagt, wir sollten in ein paar Jahren dorthin ziehen, wenn alles fertig ist. Dort winken gute Geschäfte. Ach, dein Bruder redet viel, wenn der Tag lang ist und nur die Hälfte ist wahr. Ah ja, Terroristen.
Wieso nur der Widerstand? Der Widerstand! Jetzt ist auch im Lampen Nautica eine Bombe explodiert. Vor einer Woche war alles noch ruhig. Was ist nun los? Warum tut niemand was gegen diese Terroristen? In letzter Zeit sind verdammt viele Soldaten in den Straßen unterwegs, nicht wahr? Ich erinnere mich an diesen Ort so ein bisschen. Ich meine, das hier kommt mir bekannt vor. Kommt da irgendwie auch so. Okay. Oh, ist ein bisschen laut. Ein bisschen doll laut. Oh, hier ist auch noch so ein Ding. Cool, cool. Was soll ich jetzt machen? Komm ich da durch? Nein. Ich wüsste jetzt gerne, was ich machen soll. What the fuck? Ich glaube, die Dinger hätte ich nutzen können, um sie umzubringen, nicht wahr? Alter. Alter. What the fuck? Wieso sind die so stark? Ich meine, what the fuck? Die haben ja... What the fuck? Wie soll ich denn die umbringen? Die machen mich ja easy tot. Ah, ich lasse die Dinger jetzt einfach mal oben. Und ballern sie dann runter, wenn sie mal auf den Sack gehen. Also diese Typen hier. Wenn ich jetzt freisetze... Wo kommt der denn hoch? Hey, überhaupt? So. Willst du mich verarschen? Der stand doch gerade noch da unter. Der stand doch gerade noch da unter. Der, ey, da, ganz ehrlich, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Der stand, als ich abgeschossen habe, noch da unter. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Der stand da unter. Hui. Hebel. Umlegen. Wo kam er jetzt raus? Der andere? Hier? Oh. Komm mal ran, bitte. Jo, der ist Matsch. Nice. Scheiße. Na. Ah! Mach ich denn jetzt? Ich meine, der geht ja jetzt bestimmt nicht von alleine da runter. Und sowas wie eine Waffe habe ich bestimmt nicht dabei, ne? Nö. Läuft. Läuft, 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 läuft. Kurz aufladen. Ich höre ihn. Verdammte Scheiße. Wirklich? Ich hätte ja auf mich verpissen können? Und dann? Und dann? Ich verstehe es gerade nicht. Egal, wir laden erstmal auf das Ding. Und jetzt? Achso, jetzt komme ich hier durch. Oder hätte ich auch einfach abhauen können? Ach, scheiße. Oh, ich hätte noch Rüstung holen können. Herr Offizier! Herr Offizier! Ja, gnädige Frau? Ich würde gerne jemanden melden. Und wenn? Eine Nachbarin. Ihr Sohn verhält sich irgendwie seltsam. Ich habe ihn durchs Fenster beobachtet.
Er hat den Lippenstift seiner Mutter ausprobiert. Gnädige Frau, ich kann solche Dinge nicht entscheiden. Wenden Sie sich bitte an das Bürgerinformationsbüro, ja? Wissen Sie, wo es ist? Einfach die Straße runter und dann links, ein braunes Haus. Sie können es nicht verfehlen. Dort können Sie das melden. Einen schönen Tag noch. Na gut. Vielen Dank, Herr Offizier. Alter. Ja, ja, ja. Oh. Karl und Carla. Oh, das ist ein schlimmer Name für ein Paar. Karl und Carla. Genauso wie Stefan und Stefanie. Einfach schlimm, das passt einfach nicht. Das passt einfach nicht. Was soll ich denn jetzt hier unten machen? BTF, was soll ich da auch machen? Öffnen nur von der anderen Seite. Okay, gehe ich hier durch. Und dann bin ich jetzt hier. Ach! Okay. Okay, das habe ich nicht gesehen. Whoop. Whoop. Dumm, 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 die dumm. Langsam müsst ihr aber wieder bei uns in der Base sein, oder nicht? Ach, bin wieder da. Oh, sagst du es, Digga. Oh, sagst du es. Wenn wir ein U-Boot des Regimes kriegen wollen, muss Set das Ding auf dem Tisch bitte. Unbedingt reparieren. Und Sie helfen ihm. Halt die Schnauze! Machen Sie das. Ach, würden Sie Anja bitte diese Notiz bringen? Sie braucht die Frequenz des Transponders, um ihn zu verfolgen. Als wäre ich der gottverdammte Botenjunge. Hast du recht, Batman. Das sind wir aber nicht. Warte mal. Naja, sie ist ja hier. Digga, hättest du nie einfach aufstehen können? Was für ein fauler Sack. Ich bin Batman. William. Hast du einen Augenblick? Hast du Blazkowicz gesehen? Schon wieder. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Ich will das. Mit dir. So wie jetzt. Einfach immer. Das wird so kommen, William. Ganz bestimmt. Seid ihr bald fertig da drin? Wir müssen los. Aber nicht heute.